So, wir sind hier auf dem Stellplatz in Kiefersfelde, gestern Abend angekommen. So, das war unsere zweite Etappe hier in Lazise und da ist der Gardasee. Jetzt geht's weiter nach Livorno zur Fähre. So, wir sind hier auf dem Stellplatz in Kiefersfelde, gestern Abend angekommen. Für 8 Euro die Nacht. Da ist der Packautomat, Entsorgungsstation. Es war nicht sehr voll, es ist noch ein bisschen Platz, aber jetzt geht es weiter Richtung Gardasee. Und wir wollen ja noch mit der Fähre rüber, aber ich muss noch mal dazu sagen, da oben zu schlafen mit den Tellerfedern, Hammer. Wirklich top, einwandfrei. So, das war unsere zweite Etappe hier in Lazise auf dem Campingpark Bella Rosa. Da vorne ist der Gardasee. Da kommt jetzt ein Trecker. Den Stellplatz haben wir hier bezahlt für 20 Euro die Nacht. Genauso günstig wie ACI. Da oben ist die Rezeption. Da sind die Toiletten. Toilettenhäuschen. Und hier unten nochmal ist das Market. Und da ist der Gardasee. Jetzt geht es weiter nach Livorno zur Fähre. Wir waren gestern noch mit den Fahrrädern noch mal in Lazise drin, schöne Kneipen gesehen, so eine schöne Rockerbar. Es hat sich gelohnt, die Sonne hat auch schön gestrahlt, man hat ein bisschen Farbe bekommen, man sieht es, sonst ist es nicht mehr so blass. Also es kann jetzt weitergehen. Jetzt geht es Richtung Livorno und da sehen wir uns dann wieder. So, Etappe Nummer 3 geschafft. Wir sind hier auf dem Parkplatz in Livorno. Zahlen tun wir hier für 24 Stunden irgendwie um die 8 Euro oder als Camper 13 Euro 24 Stunden. Da hinten ist schon eine Fähre, seht ihr schon, da eine Mopi-Fähre. Um 8 geht's los. Und was ich sagen wollte, ist hier, was erzähle ich denn schon wieder? Um 7 fahren wir hier weg vom Platz und 7:30 ist Einschiffung, 8:30 geht's ab und dann Richtung Korsika. Genießt die Bilder von der Überfahrt. Hier nochmal ein kleines Bild vom Parkplatz. So, jetzt sind wir beim Einschiffen, da ist sie. Thank you.
Livorno. Wir sind jetzt auf der Fähre angekommen, fahren jetzt rüber nach Korsika, da hinten irgendwo, da, 4,5 Stunden Fahrzeit. Wir werden uns hier ein bisschen an Bord gemütlich machen nochmal und ja, und dann geht es auf Korsika weiter. Und das ist unsere Kabine, Zugang mit dem Schlüsselschalter, zwei Betten, zur Not das dritte Bett. Hier kann man sich mal kurz ausruhen. Bad. Ja, ausreichend. Seife vorhanden. Klopapier vorhanden. Handtücher waren mit dabei. Ja, also für diesen Preis kann man nicht meckern. So, jetzt in den Waschhäusern. Jetzt nochmal Salate zum Zuschließen. Hier sind die Duschen. Und nochmal die Einzelduschen. Es gibt hier kein Männlein, kein Weiblein. Toiletten. Kein Klopapier, keine Klobrille. Thank you.
heißen Waschhaus, ist auch eine Bar, aber hat noch nicht geöffnet. Hier ist die Push-Station zum Auffüllen. Und da das kleine Häuschen für die Chemietoilette. Das war Etappe Nummer 4 auf La Chipa. Ein toller Campingplatz. Super, also nur empfehlenswert. Für uns geht die Reise jetzt weiter zu den Gumpen und Wasserfällen nach Ufuru. Vorher noch mal ein bisschen einkaufen und dann schauen wir mal, wann wir ankommen.